Ich erzähle euch jetzt ein paar technische Sachen zum Dryhopnik der Firma Rolec. Der Dryhopnik wird bei uns zum Hopfenstopfen unserer Wildbiere und Freundschaftssude im Hoppebräu eingesetzt. Er hat sehr große Vorteile, die ich euch gern erzähle. Zum einen, der Hopfen wird in einem Tank vorgelegt, mit CO2 gespült, dass ich einen Restsauerstoff aus den Pellets rauskriege und dann auf eine zirkulierende Leitung, die am Tankkonus abzieht und über die Pumpe nach oben in den Tank wieder reinfährt, den ganzen Tank homogenisiert, wird dann der Hopfen durch einen Überdruck im zylindrokonischen Hopfentank auf die Leitung gehen. Durchs Laufrad von der Pumpe werden die Pellets zerkleinert und ich habe eine sehr große Oberfläche. Dadurch habe ich eine höhere Ausbeute und kann mit weniger Kontaktzeit im Tank das gleiche Ergebnis erzielen. Der andere positive Nebeneffekt ist, dass ich durch eine geringere Kontaktzeit weniger Gerbstoffe löse und somit ein reineres, fruchtigeres Hopfenaroma ins Bier bringe, wie wenn ich in einer Dolde am Feld reinrieche. So sparen wir uns generell 15% Hopfen, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen und arbeiten sehr effizient und schnell. Wenn das ganze eine Stunde zirkuliert hat, wird die Leitung mit Wasser leer gedrückt, somit haben wir kaum Verlust und das ganze System ist in sich zu verschließen und sehr einfach zu zippen. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß, wir haben tolle Ergebnisse, probiert es aus.